Hallo meine lieben Tomatenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Timo, der Tomatengärtner. Willkommen wieder zu einem neuen Aussaatvideo. Wobei ich sagen muss, dass es gar kein richtiges Aussaatvideo ist, sondern eher ein Nachsaatvideo. Wie ihr seht, ist hier noch nicht alles aufgegangen. Deswegen möchte ich jetzt nochmal nachsehen. Vor allem hier hinten beim Spinat sieht es ziemlich düster aus. Das sind hier die letzten zwei Reihen. Da ist gerade mal eine Pflanze aufgegangen, diese hier. Finde ich sehr schade. In den beiden Reihen hier vorne, die ihr da seht, ganz am Anfang, die lasse ich mal in Ruhe. Die sind noch von meinem Chili-Experiment da. Vielleicht kommt da noch was. Ich habe halt das Gefühl, dass es irgendwie nicht mehr passt, dass da doch nichts mehr kommt. Dann möchte ich jetzt euch mal kurz zeigen, was ich hier euch alles mitgebracht habe. Zuallererst haben wir den Feldsalat holländischer Breitblättriger. Der ist gut für die Herbstkultur geeignet. Der tut viele große, lange, dunkelgrüne Blätter ausbilden und bringt sehr hohe Erträge. Ist aber nicht winterhart, das heißt, man sollte ihn ein bisschen schützen. Dann als nächstes haben wir hier den Feldsalat Juvalon. Kann man leider schon fast nicht mehr ganz lesen, hier hinten steht es nochmal besser. Das ist ein schnell wachsender Feldsalat, der hat so dunkelgrüne, ovale Blätter. Der wird auch vom Herbst bis zum Frühjahr geerntet, wie also jeder andere Feldsalat auch. Hier steht auch, es ist eine altbewährte Traditionssorte. Finde ich sehr gut. Dann zu guter Letzt haben wir hier noch den Spinat Monopa. Der ist breitblättrig und sehr spätschießend. Und da steht auch, der eignet sich zum einen eben für die Herbstaussaat, zum anderen aber auch für die Frühjahrsaussaat. Wie ihr wisst, Spinat kann man auch im Frühjahr aussäen. Geerntet wird hierbei jetzt, wenn wir im Herbst aussäen, von April bis Juni. Ich würde sagen, dann fange ich mal an. Hier hinten mit dem Spinat. Ich habe wieder kein so ein richtiges Pikierstäbchen dabei. Deshalb werde ich jetzt hier wieder so einen Bleistift nehmen. Das geht auch ziemlich gut. Jetzt werde ich mal zur Sicherheit überall zwei Körner reintun. Dass ich, also falls auch mal was nicht aufgeht, wie hier, dass ich da auch einen Ersatz habe. So. Das war es jetzt erstmal mit dem Spinat. Jetzt geht es gleich mal mit dem Feldsalat weiter. So, bei dem war das zum Glück nicht ganz so schlimm. Da ist recht viel aufgegangen. So, jetzt zu guter Letzt geht es einfach nur noch hier mit dem Feldsalat Juvalon weiter. Das ging ja auch eigentlich verhältnismäßig schnell, muss ich sagen, war insgesamt nicht zu viel, außer beim Spinat. Natürlich hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, euer Tomatengärtner.